Der neue König von Gut Eiderbichl stellt sich vor. Hirsch Burli. So klein und unbeholfen war Burli, als er das Licht der Welt erblickte. Und wie alle kleinen Lebewesen abhängig von Mutterliebe und Schutz. Burlis Geburtsort Schleching im bayerischen Chiemgau kann sich sehen lassen. Hier wuchs er in einem Rotwildgehege auf. Zu Fuße malerischer Berge, umgeben von der alpenländischen Idylle des Ortes. Mit einem halben Jahr war er schon ein stattlicher Bub geworden, immer noch umsorgt von seiner Hirschmutter. Spürt sie, dass aus Burli einmal etwas ganz Besonderes werden wird? Die Jahre vergingen und schon bald mauserte sich Burli zum Anführer der ganzen Herde. Dennoch blieb er demütig und arrangierte sich auch mit den Menschen, vor allem mit seinem Heger und Pfleger Matthias. Doch schon seit langem bedrückt Matthias Meyer ein großes Problem. So sehr er auch Burli achtet und schätzt, Burli muss das Gehege verlassen. Die Gefahr der Inzucht ist zu groß. Matthias Meyer muss jetzt eine Entscheidung treffen, die ihm nicht leicht fällt. Trophäenjäger haben sich gemeldet und viel Geld für den Abschuss von Burli geboten. Aber davon will Matthias nichts wissen. Eines steht allerdings fest: Burli kann und darf nicht bleiben. Als wir von der Not des Hirschen Burlis erfuhren, haben wir uns spontan bereit erklärt, ihm zu helfen und ihn bei uns aufzunehmen. Bei Wildtieren allerdings ist es nicht so einfach wie bei Pferden und Kühen. Sie brauchen riesige Gehege und ein natürliches Ambiente, um sich wohlzufühlen. Hier in Kärnten entsteht im nächsten Jahr das Gut Eiderbichl für Wildtiere. Ein Architekt, der Architekt Andreas Merkel, hat uns seinen Köglerhof geschenkt mit einer Vision. Er möchte, dass es Wildtieren, die von Menschen großgezogen wurden, hier gut gehen soll. Für Burli ist es zu spät. Er braucht jetzt unsere Hilfe. Wie eine Erlösung kam da das Angebot von Gut Eiderbichl, dass Hirsch Burli nach Hendorf übersiedeln darf. Seine Lieblingshirschkuh Sophie darf er mitnehmen, damit er nicht einsam ist. Hierher, wo die Tiere auch im Winter ihr Leben in vollen Zügen genießen. Schnell wurde für Burli ein großes Gehege auf Gut Eiderbichl errichtet. Doch für den zahmen Hirschen Burli ging alles etwas schnell. Das Verlassen seiner Heimat, seiner Herde und seiner menschlichen Freunde. Er kann sie so schnell nicht vergessen. Wir fühlen mit ihm, wenn er am Gehegezaun steht und nach ihnen Ausschau hält, ihnen zeigen möchte, wie er jetzt lebt. Burli allerdings ist nicht vergessen. Heute steht für die Freunde von Burli ein Ausflug nach Eiderbichl auf dem Programm. Das Ehepaar Meier, der kleine Johannes, der mit Burli aufwuchs, und die lieben Nachbarn machen sich in der Weihnachtszeit auf den Weg zu ihm. Es ist das erste Mal, dass Johannes seinen Hirschen wieder sieht. Wird Burli ihn überhaupt noch erkennen? Alles ist gut, wenn zwei Freunde sich wiederhaben.
Wie damals darf sich Johannes ein letztes Mal auf den Rücken seines Freundes setzen. Die beiden wissen aber schon längst, dass es auf diesen Vertrauensbeweis nicht mehr ankommt. Dass sie von jetzt an getrennte Wege gehen müssen, ist beiden klar. Aber vielleicht bewirkt die Geschichte ihrer Nähe und ihrer Freundschaft bei uns Menschen ein Nachdenken über zerstörte Lebensräume und darüber, dass, wenn es darauf ankommt, ein Leben wichtiger ist als eine Trophäe an der Wand.